Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Ataria Edition von Gothic 2. So, wir prügeln uns noch ein bisschen durchs Hafenviertel durch und dann sind wir mit der Stadt auch schon fertig, nach ungefähr 2 Stunden. Aber hier gibt es noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen EP zu holen und genau das habe ich jetzt auch vor. So, ich glaube mit dem Teil da hinten bin ich schon fertig, die sind auch schon alle verprügelt, alles erledigt. Jetzt kümmere ich mich mal um die restlichen NPCs, die hier unten so rumstehen. Und dann geht's wieder nach draußen. Ich will langsam mal wieder raus aus Korinnes, Leute töten, nicht Leute töten, aber zumindest Viecher töten und ein bisschen entdecken hier. Diese Arbeit, da würde ich sagen, wir fangen direkt mal damit an, die zu verprügeln. Na warte, du Mistkerl. So, der darf direkt mal herkommen. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ja, der macht schon ganz schön viel Schaden, wenn ich mir mal angucke, was der mit seinem komischen Hämmerchen da hier an mir anrichtet. Der trifft mich einmal und ich kipp halt einfach fast um. Aber es gibt Gold, es gibt Erfahrung, genau deswegen bin ich hier. So, hallo Gavel. Na, wie geht's? Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Ob das Schiff fertig wird? Wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Wird's auch wahrscheinlich nicht. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wahrscheinlich. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ja, ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Nicht unbedingt. Und das wird nicht schön. Nicht unbedingt. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Okay. Ich will wissen, warum sie hier sind. Ich tue mein Bestes. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Ich sag dir alles, was ich weiß. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Hab ich kalt gemacht. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Sogar 2 schon. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Ja, kriegen wir hin. Ich habe übrigens Informationen. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören. Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Vorerst. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Ich glaube, ich kann ihm noch mehr sagen, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Was ist denn so im Hafen los? Nix. Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Nix ist im Hafen los. Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Jo, bald die lassen nicht uns bestimmt nicht damit abhauen. Nee, tun sie auch nicht. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Dabei kann ich dir auch leider nicht helfen. Ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschickt. Ist ja immer schlimmer. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff. Der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Es verschwinden Leute aus Korinnes. Es verschwinden Leute. Hier fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Mal gucken, ob wir Monty das finden. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Tja, dumm gelaufen. Daran liegt's aber nicht. Daran liegt's nicht wirklich. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Genau. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Es sind aber nicht die Orks. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Ich rede mal mit Farim. Da stecken doch bestimmt die Orks da. Nein, es sind nicht immer nur die Orks. Es sind nicht immer die Orks. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Wird er auch nicht mehr. Zumindest nicht so bald. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Ja. Aber genau weiß ich das. Mit dem rede ich heute noch. So, das war, glaube ich, erstmal genug. Genau. So, jetzt wird es mal Zeit, den zweiten Arbeiter oder den hier... Ich glaube, ja, er hieß Arbeiter, den zweiten Arbeiter zu verprügeln. Aber nicht mit den HP. Es ist immer ganz schön, im Hafenviertel die Leute zu verprügeln. Weil erstens mal gibt es am Anfang sehr, sehr viel Erfahrung. Und zweitens... sind hier überall Betten, in denen ich pennen kann, damit ich hier keine HP aus, keine Heiltränke und so ausgeben muss. So, Gavel schaffe ich nicht. Den könnte ich ja theoretisch auch verhauen, aber Gavel schaffe ich nicht. Der ist zu hart. Der ist ein relativ guter Kämpfer. Sein Arbeiter hier sollte ich aber schaffen. Theoretisch. Mach ihn fertig. Immer fest drauf. Komm. Zack, zack. Autsch. Wahrscheinlich legt er mich jetzt doch noch um. Nee,
Das ist halt, für 100 Erfahrungen ist für den Anfang wirklich relativ viel. Und die ganzen Äpfel, die ich hier krieg, sind auch sehr, sehr schön. Hey, du. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Mit den Arbeitern kann man, glaube ich, nicht viel machen. Genau, das sind diese ganz normalen Dialoge, die jeder Bürger in der Stadt hat. Da geht also nicht besonders viel. So, wie sieht's denn mit dir? Wer bist eigentlich du? Hallo, Brahim. Was machst du eigentlich? Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Nee, ich kenne mich hier aus, danke. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Nee, ich kenne mich hier aus. Erinnert euch noch an Gothic 1, als man ins alte Lager reingegangen ist und zum Kartenzeichner gesagt hat, hey, gib mir sofort eine Karte oder ich poliere dir deine Fresse. Das war gut. Zeig mir deine Karten. Das geht hier leider nicht mehr. Hier in Korinnes geht's zwar auch rau zu, aber nein, danke, die Karten brauche ich nicht. Stimmt es eigentlich, dass hier Leute verschwinden? Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Ja, so ist Sieh es. Dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Korinnes ist eigentlich ganz cool. Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Ich mag Korinnes. Also ich weiß nicht, wie. Später noch mal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. So, was ich jetzt tun werde, ist hier die Truhe zu knacken. Ich speichere zumindest anfangs vor den Truhen immer, weil das Problem ist, ich habe nicht viele Dietriche und wenn mir die Dietriche beim Öffnen der Truhe kaputt gehen, dann habe ich bald gar keine mehr. Links, 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 rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. So, wir sind jetzt zwei Dietriche kaputt gegangen. Ich lade das aber trotzdem, weil jetzt weiß ich die Kombination und kann die Truhe einfach aufmachen. Weil ich habe am Anfang irgendwie nur drei oder vier Dietriche. Und wenn ich die jetzt alle kaputt mache, dann habe ich irgendwann gar keinen mehr. Links, links, rechts, rechts, links, rechts. Genau. Landkarte und 25 Gold. Ja. Irgendwann später habe ich sowieso so viel Geschicklichkeit, dass mir keine Sachen hier mehr kaputt gehen. So, die Landkarte könnte ich mir mal kurz angucken. Schöne Landkarte, was meint ihr? Sagt Hallo zu Korinnes. Wir waren in der Mitte, so ein bisschen südlich von der Mitte nach unten in diesem großen schönen Turm. Das ist Xadas Turm. Da bin ich runtergegangen, dann lobert so vorbei in die Stadt rein. Und guckt euch mal an, wo wir überall noch rumlaufen müssen. Aber ich freue mich drauf. Gothic macht einfach so Spaß. Jetzt werden erstmal wieder ein paar Bürger verschlafen. Da. Tut mir leid, Bürger, aber du gibst Erfahrung, der überlebt sogar ganz schön viel. Ich denke mal, die Kämpfe sind ja nicht besonders schwierig, die dauern allerdings eine relativ lange Zeit. Das heißt, ich denke mal, die Kämpfe kann ich ein bisschen beschleunigen. So, und eine halbe Stunde später kippt er auch gleich um. Zumindest theoretisch. Und zack. Ja, das war wieder ein 200 EP-Bürger, die halten ein bisschen mehr aus. Und ein silberner Ring. Ach, hier gibt's Geld. Ach, schön. So, du bist leider direkt der Nächste. So, und auch den werde ich jetzt umhauen. Der hat sogar richtig viel ausgehalten. Und wie ihr seht, hat der mich sogar ein paar Mal getroffen. Es war sogar eng. Jawoll! Stufe gestiegen und der hat nur so einen gammeligen Gehstock eigentlich. So, sehr schön. Die nächste Erfahrung und das nächste Level. Oh, freue ich mich auf den Punkt, wenn ich endlich alle EP ausgeben kann, alle Lernpunkte. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 40. Würde ich die jetzt schon alle in irgendwas investieren, wäre ich schon ein einigermaßen akzeptabler Kämpfer. Aber noch nicht so bald. Hallo Jack, ist euch übrigens aufgefallen, dass in jedem Piranha-Bytes-Spiel Risen Gothic der Leuchtturmwärter immer Jack heißt? Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Ja, bin hier gestrandet. Sieht ein bisschen blass aus um die Nase. Ich bin doch kein Seefahrer. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Ja, eine steife Brise vom Meer werde ich so schnell nicht kriegen. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Ich würde auch gerne zur See fahren. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinnes. Aber? Keine aufregende Sache. Wirklich nicht. Aber? Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Wieso bist du nicht mehr da oben? Ich bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Das sind richtig üble ganz Jungs. Ganz übles Pack. Ja. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Ja, das sind ganz es gab üble Jungs. Diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Banditen, jetzt verkriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Das sind richtig harte Jungs. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen oder mit dem sie abhauen können. Sollen sie doch.
Dann werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Keine Sorge, du kommst bald wieder in deinen Turm. Bist du eigentlich oft in der Stadt? Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Ja, und der Hafen ist der Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Hat er gar nicht mal so Unrecht. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Vermutlich. Okay, erzähl mir was über den Hafen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinnes ist nicht mehr das, was er mal war. Was war er denn mal? Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Ich weiß. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Ja. Der Hafen, der ist kaputt. Möglich. Warum gehst du dann eigentlich Warum nicht? Gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Vielleicht ich. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Ist es denn so? Und? Haben Sie recht? Ja. Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Schauen wir mal. Was meinst du denn? Was meinst du mit Gesindel? Mit Gesindel. Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Ja. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich weiß. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Ich werde sie verprügeln, Jack, wenn das in Ordnung ist. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Ob das so ist? Alles schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Tja, Seemann kann was hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Naja, jetzt diesmal nicht ganz so schlimm. So, genug über den Hafen erzählt, es wird wieder Zeit, ein bisschen weiter rumzulaufen. So, Laris, mein Kumpel, mit dem rede ich gleich noch ein bisschen. Jetzt werden aber erstmal ein paar Frauen verprügelt. Ach, es tut mir so leid, aber. Leider geben sie auch Erfahrung. Und ich mache keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Hier wird jeder verprügelt. Und diese Bürgerin hier ist direkt die nächste. Es tut mir ja leid, Mädel, aber du gibst Erfahrung. Du bist zwar ganz hübsch, aber... Ich behandle schließlich Frauen und Männer gleich. Das bedeutet, jeder muss vor meinem Nagelknüppel niederknien. Ja, tut mir leid. Okay, kannst du mal... Vielen Dank. So, jetzt kümmere ich mich mal auch noch um die nächste Bürgerin. Es tut mir ja leid. Vor allem, ich find's lustig, wie die ganzen Bürger hier im Hafen mich sogar noch anfeuern. Laris, da hinten sieht man schon, wie er feiert. Der hat gesessen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Es wird kein nächstes Mal mehr geben, da du mir leider nur einmal EP gibst. So, der trägt bereits keine Waffe mehr, das bedeutet, den habe ich schon umgehauen. Es war vielleicht einer von der hinten an dem... der hinten bei Alriks kleiner Kampfarena stand. Glaube ich. Weil, wenn er keine Waffe mehr trägt, habe ich ihn schon umgehauen. Du musst nur aufpassen, weil im Puff, also im Haus hier neben mir, ist ein Milizsoldat und wenn der mitkriegt, gar nicht so, dass ich mich hier prügel, dann freut ihn das gar nicht. Sehr schön. So, wer bist eigentlich du? Du siehst recht mitgenommen aus. Bin ich auch. Lange nicht geschlafen, wie? Ja. Zu lange. Da ist sogar was dran. Komm, im echten Leben auch. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Mein Mann sieht das anders. Okay, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Mal gucken, ob du hast, was ich suche. Du hast überhaupt nicht, was ich suche. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Du hast weder Fische noch hast. Du hast weder Äpfel noch hast du Dunkelpilze. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Lass hören. Aber ja doch. Was willst du wissen? Arbeitet auch den ganzen zum Beispiel gibt's hier noch andere Händler? Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Ich weiß. Der verkauft Fische. Für den habe ich was Auf dabei. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Ich weiß. Den habe ich eigentlich noch gar nicht verprügelt, fällt mir ein. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Möglich. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nix. Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Ja. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam. Den habe ich schon verprügelt. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine. Oh, da muss ich auch noch hin. Die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Ich habe so viel zu tun. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurchgehst, werde ich es finden. Wirst du es finden. Ja, glaube ich auch. So, ist hier irgendwas passiert? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ach, der Dieb, oder? Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Genau, ja. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Hat er auch, ja. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Ja.
Einfache Zwerge sprungen. Ach ja, zeig mir deine Ware, brauche ich jetzt erstmal nicht. So, dann würde ich sagen, hallo Mo. Und ich würde sagen, hallo Cardiff. Und ich würde sagen, hallo Nagur. Mit Cardiff muss ich jetzt erstmal... Wie sieht's eigentlich aus? Wie sieht's aus? Ein bisschen das Reden. Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Deswegen bin ich nicht hier, Cardiff. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Genau. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Ja, ein bisschen runterhandeln jede kann ich. Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich glaube, ich kann ihn auf 6 oder 7 runterhandeln. Nee, ich gebe dir höchstens 5. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Sagen wir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Also jetzt müssen wir es nicht übertreiben. 7 ist in Ordnung. Okay, 7 Goldstücke klingt gut. Eine gute Entscheidung. Er grinst. Also wenn du was wissen willst, frage mich. Er grinst. Also wäre er noch auf 6 runtergegangen. Ich brauche Informationen. Wahrscheinlich. Okay, die ganzen Informationen sind jetzt gar nicht so wichtig und da es mich Geld kostet, werde ich jetzt nur die Informationen hernehmen, von der ich auch weiß, dass sie mir was bringen werden. Zum Beispiel das hier. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Ist richtig. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, ja, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Hab ich schon gemacht. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Okay, das musste ich fragen, um das fragen zu können. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Sprich mal mit Nagur. Genau. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Theoretisch könnte ich ihn jetzt auch, über die restlichen Sachen ausquetschen. Aber das mache ich vielleicht erstmal später. Am Anfang ist mir das Gold ein bisschen zu wichtig, weil ich werde die restlichen Dialoge noch hernehmen, aber wie gesagt, am Anfang ist es halt leider so, dass ich das Gold wirklich brauche. Für andere Sachen. Vor allem für Spruchrollen. Aber egal, jetzt könnte ich erstmal gleich mit Nagur reden. Also würde ich sagen, hallo Nagur. Cardiff meinte übrigens, du hättest einen Job für mich. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. So. Du suchst also einen speziellen Job. Okay? Liebesgilde. Aber es läuft nicht meinen Regeln, verstanden? Lass hören. Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel von mir. Ein Drittel? Nee. Gefällt, dann gibt's auch keinen. Nee. Ein Drittel, darauf lassen wir uns gar nicht ein. Wir arbeiten zusammen, also machen wir halbe. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe. Okay, ich hab mir gedacht, ich probier's einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. Schön. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Jo. Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Mach ich. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Arkils Hof versorgt. Ich weiß. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen. Und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Arkil abzugeben. Mach ich. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Mach ich. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Das ist der Eintritt in die Liebesgilde. Selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Jawohl, ja. Alles verstanden. Wie hoch wird der Gewinn sein? Das ist gar nicht so wichtig. Ich kann losgehen. Ich weiß, worum es geht. Alles klar. Kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Jo. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. So. Und ich würde sagen, das mache ich auch gleich. Denn hier gibt es den Eintritt in die Diebesgilde. So, mit diesen ganzen Bürgern rede ich noch. Ich laufe mal ganz kurz zu Baltram, wo der ist, wissen wir ja schon. Denn mit dem haben wir ja am Marktplatz schon mal geredet. Hallo Baltram. Hast du Interesse an einem Job? Oh ja. Klar. Worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Arkil. Ich weiß. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Puh, von wegen. Ich bin dabei. Okay, sag Arkil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Jawohl. Das bringst du zu mir. Mach ich. Wo finde ich Arkils Hof? Das nehme ich mal, dass der Dialog aus seinem Dialogfenster hier wenigstens weg ist. Wo finde ich Arkils Hof? Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Den Weg kenne ich schon. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Ab zu Arkils Hof. Und von da kannst du Arkils Hof schon sehen. Genau. Das habe ich bereits gewusst. Also würde ich sagen, direkt zu Arkils Hof, denn das ist eine Quest, die ich erledigen muss, um in der Diebesgilde aufgenommen zu werden. Also laufen wir mal kurz hoch und holen mal das Paket von Arkil ab. Hallo Arkil. Hey.
Übrigens, hast du was über vermisste Bürger gehört? Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Wir fehlen mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Dann waren sie weg. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Ob wir die finden? Trotzdem sind sie einfach verschwunden. Und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Jawohl. Übrigens komme ich von Baltram. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Genau. Dann bist du sein neuer Bote. Jo. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Dann her damit. So. Ich muss gehen. So schnell kann's gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Tja, konntest du aber nicht. So, wenn ich hier bin, kann ich mal kurz noch mit Randolph reden. Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer Meister geworden. Pack. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Dazu werde ich auch bald gehören. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Das werde ich direkt auch mal rausreden, also die Dialoge, weil wenn ich in die Taverne gehe, dann muss er mir davor schon ein bisschen was drüber erzählt haben. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinnis, wegen dem magischen Erz. Deswegen bist du hergekommen. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Ja. Und da wollte ich nicht rein. Das Minental. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akil gegangen. Ja. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs. Sieht doch in Ordnung aus hier. Akil ist auch ein Netter. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Warum? Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Wegen dem Saufspiel. Erzähl mir drüber. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Ich weiß. 2 Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Ich spiele da nicht mit. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du denn angetreten? Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal Aber er bescheißt. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Da war auch was dran. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht. Dieser Dreckskerl. Dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Ja, darum werde ich mich kümmern. Momentan kann ich noch nichts machen. Jetzt muss ich erstmal in die Taverne gehen und den guten Ruka darauf ansprechen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. So, das Strohbett brauche ich jetzt auch nicht. Ich mache mich mal auf direktestem Weg zurück in die Stadt. Denn jetzt habe ich das Paket, das ich Nagur geben kann. Und damit ist mir der Eintritt in die Diebesgilde sicher. Das heißt, ab zurück in die Hafenstadt. Und direkt zurück zu Nagur, um ihm zu geben, was er haben will. Und das wird dann auch, wie gesagt, der Eintritt in die Diebesgilde. Hallo, Nagur. Übrigens habe ich die Lieferung. Ich habe die Lieferung dabei. Gut gemacht. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Mach das. Komm morgen wieder. Natürlich. Das werde ich auch direkt machen, sonst vergesse ich das nur. Das heißt, ich schlafe jetzt mal einen Tag und dann gehe ich mal zurück und rede mit ihm. Und dann, ach, Diebesgilde. Da freue ich mich auch schon drauf. Allerdings kann ich ja momentan noch nicht wirklich viel ausgeben. Also ich werde noch keine Lernpunkte für Taschendiebstahl, Geschick oder sonst was ausgeben, weil ich das, wie gesagt, erst ab dem Punkt mache, wenn ich in Korinis schon mal das meiste erledigt habe. Ich hätte das nicht. So, geh mir aus dem Weg, Mo. Hallo, Nagur. Hey. Bist du eigentlich die Beute losgeworden? Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger, als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber. Und an Cardiff natürlich. Und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Also was bleibt für mich übrig? Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist mein Teil. Vielen Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. An die Diebesgilde. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Sondern in meiner. Mit Nagur geht vorerst mal nichts, denn ihn könnte ich zwar auf die Auftraggeber ansprechen, das hilft aber momentan noch nicht viel, weil er mir darüber noch nichts sagen wird. Diese beiden Mädels hier sind wunderhübsch und diese beiden Mädels hier werden jetzt verhauen. Wie gesagt, ihr seid leider Angehörige des Hafenviertels und damit gibt es schlägefrei Haus für jeden. Ich brauche die Erfahrung. Ich bin jung und brauche die Erfahrung, tut mir leid. Hier geht's noch von der Zeit hier. Hier brauche ich ungefähr pro Bürgerin, wie lange dauert es jetzt?
vielleicht so 20 Sekunden oder so, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht 30 Sekunden pro Bürgerin. Und auf Söldnershof, nicht auf Söldnershof, sondern auf Onershof, bei den ganzen Söldnern dauert es noch ein bisschen länger. So, dich habe ich auch noch nicht verhauen. Das heißt, um dich kümmere ich mich auch mal schnell. Ich schlage sonst eigentlich keine Frauen, tut mir leid. Ja. Ha, kümmerliche Vorstellung. Parier doch. So, mit Melder prügel ich mich mal momentan noch nicht. Lema brauche ich momentan auch noch nicht. Ich könnte zwar mal mit ihm reden, aber er ist halt der Goldverleiher. Viel geht allerdings bei ihm noch nicht. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und ja. Du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. So sieht's aus. Leih mir Geld. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Ich glaube, wenn ich 1000 sage, dann so viel gibt er mir nicht. 200 würde er mir geben, aber ich habe noch nie rausgefunden, was passiert, wenn ich nicht bezahle. Was denn jetzt? Verschwende nicht meine Zeit. Ich glaube, er schickt mir dann einen Schläger auf den Hals und ich glaube, dass Meldor sein Schläger ist. Aber es wäre mal interessant zu wissen, was passiert, wenn ich ihm das Gold nicht zurückbezahle. Ich leih mir jetzt mal 200 Gold und bezahle sie mal nicht zurück. Einfach nur, aber ich weiß nicht, ob er dann überhaupt noch mit mir redet. Ich mache das lieber mal später, weil es kann sein, dass er später nicht mehr mit mir redet. Ich brauche ihn aber noch, um einige bestimmte Dinge zu machen. Das ist doch kein Geheimnis. Also momentan leih ich mir kein Gold. Wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Was los, Borke? Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Aha. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Enden der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Ich will nicht in die rote Laterne. Und du hast jetzt die Chance. Nein, die Ehre. Sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter zu teilen. Mach ich nicht. Komm rein. Komm rein. Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ja, tut mir leid, aber momentan nicht. Ich könnte zwar mal reingehen und mal Hallo sagen, aber nein. Hallo, Sonja. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Ach. Ihr seid alles hey, so nett. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Mir fällt das neue Foto dahinten auf. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Ja, sie soll mit mir nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Ich auch nicht. Mir fällt dieses neue Foto hier auf. Solche Fotos gehören ins Bordell. So, alles klar bei dir. Könnte ich den... Der hat noch eine Waffe an, den muss ich leider verprügeln, tut mir leid. Der hat noch eine Waffe an. Oh, der hat eine relativ gute Waffe. Und der hat, ich weiß nicht, ob das eine gute Waffe ist, er hat aber auf jeden Fall... Kannst du mal mit nach draußen kommen, bitte? Da drin, ja, da drin hier haben wir ein bisschen mehr Platz. So, um den kümmere ich mich mal schnell. Und dann nehme ich mir die Erfahrung auch. Mit der ist allerdings ein bisschen schwieriger, weil wie man sieht, der kann zweimal zuschlagen. Das heißt, der Kampf dauert um einiges länger, weil ich ein bisschen vorsichtiger sein muss. Aber den kriege ich auch hin. Ich kümmere mich mal schnell um den Bürger und dann gehe ich mal mit den restlichen Leuten in Bromors Taverne reden. Nicht Bromors Taverne, sondern Bromors Roter Laterne. So, und ein paar Sekunden später, beziehungsweise ein paar Minuten später, liegt auch er im Dreck. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, der hat mich sogar zweimal umgehauen und ich musste zweimal neu laden. Und ich dachte mir, es könnte vielleicht eine gute Idee sein, sich vor dem Kampf mal voll zu heilen. Genau das habe ich getan und jetzt habe ich ihn umgehauen. Weiter geht's. Hallo, Peck. Was liegt denn so an? Hey, was liegt an? Er ist beschäftigt. Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Ja, kann ich sehen. Hallo, Vanya. Ich bin beschäftigt. Ja, sehe ich auch. Aber ein Milizsoldat, der sich hier ein bisschen... Miliz. Solltet ihr nicht eigentlich irgendwas anderes machen, Streife laufen oder so? Hallo, Bromor. Na, wie geht's? Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag deine Mädels auch. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Ja, momentan nicht. Auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ich habe gerade Ärger gemacht. Sind deine Mädchen eigentlich vollzählig? Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Vollzählig? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Genau. Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia. Lucia ist ihr Name. Ich weiß. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr. Die werden sie auch nicht mehr finden.
Die werden sie auch nicht mehr finden. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das. Und sie hat was mitgehen lassen. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Möglich. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Ich weiß. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Ich hol sie dir wieder. Wenn ich sie zu fassen kriege, ja, kann sie was erleben. Ich tue mein Bestes, Brummer, und hol sie wieder. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren, oder was? Ja, ich weiß. Nur aufs Geschäft aus. So, momentan amüsiere ich mich mal noch nicht. Aber jetzt muss ich mal aufpassen, weil diese Bürger sind relativ nah an den Paladinen dran. Es ist möglich, dass die mir jetzt eventuell... Oh, den habe ich schon, verzeih mir. Dich habe ich schon verprügelt, verzeih mir bitte. Dich habe ich schon verprügelt, ist das überhaupt der richtige... Ja, okay. Der hat auch keine Waffe mehr an, oder? Oder? Ich weiß langsam nicht mehr. Ah, die habe ich beide schon verprügelt. Okay. Hallo, Borka. So. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Übrigens bin ich wegen diesem Zettel, da könnt ihr euch noch dran erinnern, vor 2 oder 3 Folgen habe ich den gammeligen Fisch aus der Banditenhöhle geholt und da habe ich seinen Namen drauf gelesen. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Da rede ich gleich mal mit ihm drüber. Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Ich weiß. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Ich weiß. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinnis wieder neue Seeleute. Und da verlieren, da gehen halt mal Leute Wenn verloren. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach Daran liegt es aber nicht. Also es waren keine Piraten. Vermisst du eigentlich jemanden? Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Kennst du jemanden, der vermisst wird? So will ich das Keine kurz Ahnung. Und knackig. Frag doch mal die Bootsbauer. Hab ich schon. So will ich das kurz und knackig die Infos rüber. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinnis. Das ist wahr. Ja, außer des Paladin-Schiffers, da angelegt hat. Übrigens, dieser Zettel gehört dir. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Glaube ich auch. Was? Lass mal sehen. Jetzt solltest du ihn gleich behalten, wenn du ihn eh schon hast. Okay, ganz ruhig bleiben. Ja? Hör zu. Ja? Was geworden? Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Ich weiß. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Mhm. Wir können uns doch ganz bestimmt einigen. Natürlich oder? Können wir uns einigen. Lass mal dein Angebot hören. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Ich weiß. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die dann? Sache. Vergisst. Dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Das glaube ich auch. Okay, einverstanden. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Das glaube ich auch. Danke. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Hat er auch. Kaufe ich mir aber momentan noch nicht. Wenn ich jetzt sage, zeig mir deine Fische, dann habe ich die. Dann zeigt er mir interessante Sachen. Er zeigt mir ein paar mehr Fische. Aber... Das sind interessante Sachen in den Fischen versteckt, so Dietriche, Erzbrocken und sowas. Aber das kaufe ich mir mal momentan noch nicht, glaube ich. Obwohl mit knapp 600 Gold, glaube ich, könnte ich sogar schon schnell machen. Die kosten ein bisschen was, aber es passt. Da sind ganz interessante Sachen drin. Ein paar Dietriche, glaube ich, wie gesagt. Und mal ein Erzbrocken und vielleicht noch irgendwas. Mal schauen. Zeig mir deine Fische. So, jetzt hat er nämlich neben Muschelfleisch und Fisch, hat er noch hier kugeliger Fisch, schwerer Fisch, kleiner und leichter Fisch. Schau ich mal, was da jeweils drinnen ist. Das hat mir jetzt 100 Gold gekostet, das passt schon. 3 Dietriche, ja, warum nicht? Ein Flammenschutzring, 50 Gold und ein Erzbrocken. Warum also nicht? Wenn ich diesen Flammenschutzring und das andere Zeug verkaufe, dann hätte ich das Geld schon wieder drin. Aber allein für den Erzbrocken war es mir das eigentlich schon wert. Ich brauche den Erzbrocken nicht wirklich, weil ich finde noch genug Erzbrocken. Jetzt rede ich erstmal mit Martin. Hey du hast hier oben nichts zu suchen. Ich will aber klauen. Wir haben nur Paladine und wir von der Miliz zu. Ich will aber klauen. Was gibt's denn hier oben? Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladin. Gott, würde ich hier gerne ich klauen. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Wir könnten aber handeln. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Ach, ich würde so gern klauen. Aber leider kann ich an die Kisten nicht wirklich ran. Kannst du mir was verkaufen? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Ja. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass dem Paladin mal wieder was abhanden gekommen ist,
kommen wir vielleicht ins Geschäft. Klingt doch annehmbar. Passiert öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Verstehe. So. Übrigens, zeig mal her. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Dann pass mal auf. Verkauft ganz interessantes Zeug. Er verkauft auch Mollrat-Fett. Aber nein. Ich glaube, Mollrat-Fett kann ich noch finden. Und das brauche ich. Aber soweit ich weiß, nur ein einziges Mal. Aber ich glaube, das finde ich auch. Das heißt, ich kaufe es mir mal nicht. Übrigens habe ich von Watras gehört. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Watras. Oh. Was weißt du denn da? Noch null. Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach so ist das. Sag mir mal, was du weißt. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Mhm. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen Nein, sein. Nein, wirklich? Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Ich kümmere mich Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen. Aus dem Weg zu räumen. Kannst du es vielleicht rausfinden? Ich werde es auch rausfinden. Was ist denn mit den Banditen? Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Das weiß ich Außerdem auch. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben hat. Und das war eine große Waffenlieferung. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Möglicherweise. Okay, übrigens, das war alles. Zumindest für den Moment. So. Schauen wir mal. Hier hinten haben wir noch den Fischer Farim, von dem ich schon was gehört habe. Und da hinten ist das Paladin-Schiff. Da gibt es interessante Sachen zu holen. Eigentlich sollte man da mehr oder weniger jetzt noch nicht so wirklich sein auf dem Paladin-Schiff. Denn das ist eigentlich eher für spätere Kapitel gedacht. Man kann aber bereits jetzt da drauf gehen auf das Schiff und kann sich da einige interessante Sachen mitnehmen. Und genau das werde ich auch tun. Aber jetzt rede ich erstmal mit Farim, nachdem ich hier erstmal die ganzen Fische eingesammelt habe. Eigentlich muss ich das jetzt nicht alles mitnehmen, aber in Gothic habe ich so eine... In Gothic bin ich erstmal Kleptomane und ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Nimm alles mit, was du kriegen kannst und lass es dir nicht wieder abnehmen. Ist für Gothic ein durchaus sinnvoller Spruch. Jetzt rede ich erstmal mit Farim, der hat mir auch noch jede Menge zu erzählen. Hallo Farim. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Ich wollte Kannst nur fragen. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Was ist denn los mit dir? Ist mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ja? Ärger mit der Miliz. Erzähl's mir, ich kann dir helfen. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ja. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Mhm. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt. Seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Aber das geht nicht. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Mm. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Ich rede mal mit denen. Ich habe jetzt einen Kontakt bei denen. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Habe ich, glaube ich. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich glaube, ich habe Ich werde jemanden. Sehen, was ich tun kann. Darum kümmere ich mich sofort. Habt ihr gesehen, es gab die Möglichkeit, auch ganz unten zu sagen, gib mir all deine Fische. Das fand ich ziemlich lustig. Das habe ich auch am Anfang mal gesagt. Einfach nur so, gib mir all deine Fische. Aber, nee. Ich glaube, dann gibt er mir die Quest nicht, die er mir gerade gegeben hat. Ich erledige die gleich mal. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Ja. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Genau, ein bisschen Honig um den Farim Mund schmieren. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Fische. Verstehe, was du meinst. Bah. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Du hilfst ihm, oder? Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Gut. Und so schnell ist das erledigt. Dann kann ich dem Farim auch schon mal helfen. Aber er muss mir noch ein bisschen was erzählen. Noch ein bisschen was über die verschwundenen Leute. Halt! Halt! Nicht zum Schiff gehen, nicht rausfahren. Warte mal. Übrigens habe ich die Lösung. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. 150 EP und leicht wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, lese ich deine Geschichte von der Miliz und deine Er könnte Fischen dir helfen. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Versuch es Hat wert. Er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber? Aber warte.
Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ein Aquamarin. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Nee, Aquamarin werde ich dieses Mal nicht gebrauchen. Was kannst du mir eigentlich... Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Genau. Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Weg war er. Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß. Mal gucken, ob ich William finden kann. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Warum größenwahnsinnig? Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Banditen oder Piraten, eins von beiden. Von welchen redest du da? Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinis wollen. Aber? Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Klingt doch interessant. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo ist denn genau diese Stelle? Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Entlang schwimmen. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Und ich schwimme dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da ist auch ein Pirat. Da habe ich sie gesehen. Ja, da sitzt auch ein Pirat. Ich denke, ich habe genug gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Ich werde mich drum kümmern. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Ja, abwarten. Na, wie beißen denn die Fische? Wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig. Zum Sterben zu viel. Armer Fischer. Mal gucken, ob ich wenigstens seinen Kumpel William finden kann. Ich tue mein Bestes. Aber jetzt geht's erstmal Richtung Paladin-Schiff. Da hinten gibt's jetzt gar nicht so viel zu erledigen. Hier gibt's ein bisschen Krempel einzustecken. Hier zum Beispiel. Wobei das ist alles nur so ein bisschen Kleinscheiß, sag ich mal. Ein paar Fische. Oh, seit wann sind denn hier Ratten? Ja, Ratten ist sogar ein bisschen blöd, weil Ratten sind am Anfang gar nicht mal so einfach. Mich haben ja die anderen Ratten vor Korinis auch schon platt gemacht. Aber die schaffe ich jetzt auch noch. Die will jetzt gerade zurückgehen und ihren Kumpel auffressen. So, um die Ratten kann ich mich aber kümmern, kein Problem. So. Was wir hier jetzt noch haben, ist das Paladin-Schiff, wie man hier schon unschwer neben uns erkennen kann. Da hinten geht auch noch ein Weg hinter, da liegt auch noch ein bisschen was. Hier ist das Paladin-Schiff. Das wird von mir in der nächsten Folge ausgeplündert. Da laufe ich auch noch einen ganz kleinen Ticken hinter. Allerdings gibt es da jetzt nicht so viel. Da ist irgendwann Varan und spätestens der sperrt mir dann sozusagen das Gebiet ein bisschen ab. Weil der Varan für den Anfang relativ hart ist. Ich muss mal gucken, ob ich dahinter gehe, aber so viel gibt es da hinten eh nicht zu holen, selbst wenn ich den stehen lasse. Aber hier gibt es noch ein bisschen was zu erledigen. Nächste Folge werde ich dieses Schiff ausplündern, werde in die Diebesgilde mal reinschauen und dann heißt es, mit Laris in die Wildnis zu ziehen. Dann bin ich nämlich in der Stadt größtenteils fertig und dann wird endlich mal wieder rausgegangen in die Wildnis, um zu prügeln. Der Anfang von Grinis dauert immer ein bisschen. Da ist jede Menge bla 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 bla, jede Menge Quests daneben. Dann geht es mal wieder raus in die Wildnis und dann wird es erst wieder mal ein bisschen interessant. Aber die Dialoge in Korinis habe ich jetzt schon so oft gehört. Aber ich höre sie immer wieder gerne an. Ich fühle mich auch schon wieder richtig heimisch. Auf jeden Fall machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. Wir wissen, was wir zu tun haben. Paladin-Schiff plündern, zu Diebesgilde gehen. Und dann heißt es mal rausgehen und ein bisschen Viecher töten. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.